Oha, King oder was? Oh, ich glaube, das ist ein Fehler. Ja, beautiful! It's true! Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Nico, ja, seit langem mal wieder. Und wir haben heute etwas Großartiges vor, denn du kannst etwas für deine Community gewinnen. Ich weiß, zwischen euch, zwischen deiner Community und dir ist so ein bisschen etwas anderes Verhältnis als zwischen den meisten Leuten. Von daher, du kannst halt Parfum gewinnen, was du an die verlost. Herzlich willkommen, ich bin hier mit Marc heute an diesem wunderbaren Tag und Marc hat mir gerade gesagt, ich habe die Möglichkeit, was an meine beschissene Community zu verlosen. Was ist es denn? Wir spielen halt um Parfum, Orange Flamingo oder Air Tiger jeweils, ne, pro Runde. Also einfach mal Marketing für dein eigenes Produkt kurz dann gemacht. Also du verschenkst das, ich kann noch was anderes geben. Du darfst dir aussuchen, was du willst aus meinem Shop, ja, nur keine Uhr. Ja, ich finde es krass, wie du das jetzt unter den Tisch kehren willst. Aber gut, dann würde ich sagen, auf die Rechnung von gestern schlage ich dann einfach noch was drauf, oder? Okay, aber man kann nicht nur etwas gewinnen, man kann auch etwas verlieren. Oh. Mmh, sehr, sehr lecker. Ja, und falls du nämlich falsch und daneben liegst, habe ich hier so tolle Gewürzmischungen aus dem Senegal mitgebracht. Mmh. Oder auch eine aus Italien. Und du müsstest dann halt die im Gegenzug essen. Ne? Du könntest entweder das gewinnen oder halt daneben liegen. Das liegt dann an dir. Ich verstehe. Und was ist dein Einsatz? Mein Einsatz ist, du musst herausfinden, welche Uhr welcher Rapper nicht hat. Wir fangen an mit der ersten Person. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich zeig's dir einmal. Sorry. So sieht er aus. Sagt mir nichts. Das ist Montana Black 88, ein Influencer und Streamer aus Deutschland. Ich zeig dir jetzt mal die Uhren. Wir haben zum einen eine Richard Mille Johann Blake. Ist es eine Richard Mille Mille God Bless? Genau. Dann haben wir einmal eine AP Ewiger Kalender. Ewiger Kalender. In Stahl. Mhm, in Stahl. Dann haben wir eine Daytona in Stahlgold mit Permut-Ziffernblatt. Oder eine Yachtmaster in Roségold. Okay, ich weiß, welches ist. Du weißt, welches ist? Also ich weiß, welche er nicht hat. Welche hatte der nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Du willst mir wissen, welche er nicht hat? Ja, sag mal, welche er nicht hat. Die Yachtmaster. Echt? Ich wusste, ich war mir so sicher, dass du es nicht weißt. Woher weißt du, dass er die Daytona hat? Ich weiß einfach, dass Marcel einen schlechten Geschmack hat. Okay. Das Erste, dann geht an dich. Ja. Spaß, Marcel. Wir machen weiter mit der zweiten Person. Gaso von der 187 Straßenbande. Gaso von der 187er. Also 5711, ja. Yachtmaster in Vollgold. Okay. Cartier Santos, Iced Out. Mhm. Oder die Hulk, ja. Die Hulk, weißt du nicht? Also ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass er die 5711 hat und dass er die Hulk auch hat. Ich bin zwischen den beiden hier hin und her gerissen. Tendiere eher tatsächlich dazu, dass er die Santos nicht hat. Okay. Ich habe das Video mit ihm gemacht, da hat er die Santos doch von mir bekommen. Gut. Ja, dann. Also hat er die Yachtmaster nicht. Nein, er hat die Hulk nicht. Hat die Hulk nicht? Nein, hat die Hulk nicht. Ah. Welches möchtest du denn als Erstes probieren? Ja, also mich hat das angemacht. Sieht ein bisschen aus wie Marmelade. Okay. Ach du Scheiße. Nein, das ist nicht scharf. Nee, ist nicht scharf. Ich könnte auch da drüben sterben in der Ecke liegen, würde ich sagen. Leute, das war nicht scharf. Habe ich übertrieben schon so? Nein, das ist für den allgemeinen Verzehr. Ist das so legit? Ja, ist legit, safe. Ey, Marc. Nein, hör auf! Es ist auch... Hey, vertrau mir, ich hab dich noch nie hintergangen, was Schärfe angeht. Ja, ich vertraue dir kein Stück und es riecht halt schon sehr scharf. Vielen Dank nochmal an die Jungs im Senegal, die das extra für mich auf dem Markt gekauft haben. Ich liebe das. Ich habe davon schon eine ganze Packung gegessen. Boah, das zwirbelt ordentlich rein. Meinst du? Aber guck mal, nur auf Naturbasis. Cool, Mann. Das ist wirklich super. Spicy Peppery Sauce. Warte kurz, ich muss kurz überlegen. Mit der Menge geht's noch. Ja. Aber es ist schon sehr scharf. Ist es das Schärfste? Nee. What? Wir machen weiter mit der nächsten Person, Champagne Puppy. Ah, Drizzy. Drake, genau. Und meine Frage ist, welche Uhr hat Drake nicht? Ja, okay. Also wir haben einmal die RM69. Okay. Jacob & Co. 5 Time Zones. Okay. Dann die Roulette Jacob & Co. Mhm. Oder die neue Day-Date Arabic mit dem grünen Ziffernblatt. Auch da kann ich nur tippen. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass er die hat. Da kommen so witzige Sprüche raus wie I just wanna... Night oder sowas. Okay, die hat er. Ich sag die zweite Jacob. Die hat er nicht. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Also die hat er, oder? Er hat die Daytona nicht, oder? Die Day-Date nicht, oder? Die Jacob hat er tatsächlich. Und die Day-Date hat er nicht? Die Day-Date hat er nicht. Ja, weil die ganz neu ist. Du hast mich gerade hier in die Falle gehen lassen, Mann! Du kannst dir aussuchen. Entweder möchtest du die hier. Das ist die aus Italien, oder? Das ist die italienische. Das ist die italienische. Hat mir Mama und meine Eltern mitgebracht. Ist die schärfer als die gerade? Ich habe die noch nicht geöffnet. Ich weiß das jetzt nicht. Ach du Kacke. Das ist eher sehr lecker, ja? Oha, King oder was? Oh, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich zieh's durch. Stabil. Ja, sehr gut. Machen wir weiter. Ja, okay, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht schlecht, ne? Ich muss ehrlich sagen, schon, also mir brennt schon die Fresse. Ja. Wir machen weiter mit Ed Sheeran. Oh, das ist doch der von You're beautiful. Das ist er, ja. You're beautiful. It's true. You're beautiful.
Die Frage ist, hat er... Wir haben hier die 5726. Korrekt. Dann haben wir hier eine RM. Ne, das ist diese ganz leichte, die sich nur Leute ziehen, die Minderwertigkeitskomplexe haben. Hat die nicht Monte? Nein, leider noch nicht. Okay. Aber sag mir gern Bescheid. Ne? Also. Das ist irgendeine neue AP. Marvel. Das ist eine Marvel-AP. Ja, mit Black Panther. Und eine G-Shock, okay. Welche von denen hat er nicht? Ed Sheeran. Ed Sheeran trägt Richard Mille. Hab ich schon mal mit einer gesehen. Die mit der G-Shock könnte eine Falle sein. Oder auch nicht. Aber genau, es könnte aber auch eine Anti-Falle sein. Könnte auch eine Anti-Falle damit sein. Damit ich denken soll, die hat er bestimmt, ja. Aber dann hatte sie doch nicht. Könnte sein. Oder er hat sie einfach. Weißt du, was er gemacht hat? Oh, ich schenke mal der Community von Nico was. Macht mal kurz Marketing. Ja. Unglaublich. Nein, du kannst dir aussuchen, irgendwas. Ich komme mir mit einem Investment ins Video rein und du kritisierst mich dafür. Nein, ich meine, das war nur mein Einsatz. Nee, Spaß, alles gut. Wirklich Orange Flamingo, ein sehr, sehr guter Duft. Hier an der Stelle, Shoutouts gehen raus. Ich sag ganz ehrlich, der hat die Marvel-Uhr nicht. Damit du wieder Marketing machen kannst für die Uhr, die bei dir gerade im Shop ist. Ich hab dich durchschaut, Alter. In der Hoffnung, bitte Ed Sheeran, komm doch bei mir noch im Shop vorbei und kauf dir die Marvel-Uhr, weil du das Ding nicht loskriegst, oder? Ja. Also ist richtig, gut, sehr gute Antwort. Dass du darauf gekommen bist, hätte ich nicht gedacht. Ist richtig, die Marvel-Uhr hat er nicht. Sehr, sehr gut. Und lass mich raten. Aber du kennst jemanden, der... Also ich habe sie gerade im Angebot. Unglaublich. Wir machen weiter mit The Weeknd. The Weeknd, okay. The Weeknd, welche? Das ist der von Blinded by the Light. Ja, genau. Aber der hat auch noch dieses Often, often, girl, I do this. Girl, I do this often. Okay, ja. Welche Uhr hat er nicht? AP Skeleton Perpetual. Okay. Day-Date 40mm. Okay. Gelb-Gold. Vintage Date Just mit Onyx-Style. Okay. Oder die Marvel. Welche? Lass mich raten, das ist die Marvel! Nein, welche Uhr hat er nicht? Also das kann man jetzt echt nicht beantworten. Der Weeknd könnte irgendwo bei sich in der Schatulle irgendwo diese Rolex Day-Date liegen haben oder halt auch nicht. Also das kann man wirklich sehr schwierig sagen, es ist die Marvel. Nein, die Marvel hat er. Er hat die AP nicht. Ja, okay, das kann man nicht wissen. Ja. Jetzt probieren wir das vom Italiener. Jetzt vom Italiener, last one. Okay, ich glaube, das ist nicht ganz so scharf. Zwirbel das Zeug rein. Nein, ich habe schon viel davon gegessen. Oh, aber das zwirbelt rein. Ja, Mokura Skorpion. Ich hab's nicht runtergeschluckt, das war mir zu viel. Wirklich, jetzt war's scharf. Hat sich sehr gut geschlagen. Ich muss sagen, an dieser Stelle, zwei Parfums hast du rausgehauen. Das war das Video. Oh Gott, das war das Video. Du musst mir nur die Adressen geben von deinen Leuten. Also verlost einfach, lass Meets und die Adressen geben und wir verschicken das dann direkt an. Welche Leute soll ich denn verloten? Aus deinem Stream an irgendwelche Leute. Du willst, dass jemand aus dem Livestream mit diesem Duft rumläuft? Wir verschenken das immer. Ja. Nee, Spaß. Drei Leute bei mir aus dem Livestream werden das auf jeden Fall gewinnen. Und ich werde Meets und dann die Adressen durchgeben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, schaut gerne bei ihm vorbei. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Und ja, wir sind erstmal raus für heute. Ne? In diesem Sinne. Ja. Macht's gut.